Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor. Heute wollen wir über den Glauben an die Götter sprechen, wie er uns in diesem Roman vorgeführt wird. Heliodor hat im dritten nachchristlichen Jahrhundert geschrieben, so ist der allgemeine Tenor der Wissenschaft. Und in diesem dritten nachchristlichen Jahrhundert ist die mediterrane Welt eigentlich noch eine heidnische. Hier und da an einigen Orten haben wir schon christliche Gemeinden. Die Christen werden auch verfolgt, mal mehr, mal weniger. Aber im Grunde genommen ist die mediterrane Welt, die Welt um das Mittelmeer herum, noch eine heidnische. Auffallend ist nur, dass die Anzahl der Götter in diesem Roman auf eine ganz geringe Zahl geschrumpft ist. Wir hatten ursprünglich im klassischen Griechenland zum Beispiel 12 Götter, die die Gesellschaft religiös dominierten. Jetzt haben wir nur noch ganz wenige, sind davon übrig geblieben. Der Synkretismus, das Verschmelzen auch von Göttern aus unterschiedlichen Kulturen ineinander und von Göttern einer Kultur ineinander, ist weit fortgeschritten. Moral und Tugenden, wie sie dann kurze Zeit später im Christentum bestimmend werden, finden wir in diesem Roman schon wieder. Vor allem die Keuschheit spielt eine große Rolle in diesem Roman. Und ich denke, dass das auch vielleicht eine Erklärung dafür sein könnte, warum der Roman dann letztlich in der Moderne, im 20. Jahrhundert, nicht mit so einer großen Begeisterung rezipiert wurde. An sich begeisterte man sich gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die Antike, für die heidnische Götterwelten jenseits einer christlichen Metaphysik. Aber ich denke, dass die Keuschheit, so wie sie uns auch ein wenig penetrant in Chariklia und Diogenes vorgeführt wird, die Menschen des 20. Jahrhunderts nicht gerade dazu animiert hat, diesen Roman zu lesen. Sowohl Diogenes als auch Chariklia sind ausgesprochen keusch und jungfräulich bis zum Schluss. Keuschheit ist bei ihnen groß geschrieben, selbst im Traum verbietet sich Chariklia unkeusche Gedanken und sie lässt Diogenes schwören, dass er die Nähe zu ihr auf der Flucht nie ausnützen wird in irgendeiner sexuellen Hinsicht. Beide geben dauernd Proben, bestehen alle Proben, die ihnen auferlegt worden. Sie beweisen immer ihre Unschuld und ihre Keuschheit. Unter der Folter Theagenes, auf dem Scheiterhaufen Chariklia, auf dem feurigen Herd im heiligen Feld von Meroe, wiederum sie. Und diese penetrante Keuschheit erinnert doch sehr stark an das, was wir dann bei den christlichen Märtyrern, Märtyrerinnen vorfinden werden. Und ich denke, dass das auch die Rezeption des Romans im Mittelalter gefördert hat. Die Proben, die die beiden bestehen müssen, sind nun freilich keine Proben, in denen es um den Glauben an Götter geht. Die christlichen Märtyrerinnen und Märtyrer müssen ja ihren Glauben bezeugen. Sie sind Zeugen für ihren Glauben an diesen christlichen Gott. Bei Chariklia ist das nicht der Fall. Was sie bezeugen muss, ist ihre Unschuld im Giftmord und ihre Keuschheit auf dem Herd in Meroe. Was
für Seelenvorstellungen haben wir in diesem Roman? Wir sind in der letzten Sitzung schon darauf eingegangen. Wir haben festgestellt, dass über das Innenleben der Figuren eigentlich sehr wenig geschildert wird. Wir erfahren über das, was sie bewegt, dann, wenn sie es äußern, anderen gegenüber sagen, wie es ihnen geht. Aber wir haben keine psychologischen Schilderungen. Wir erfahren nie vom Erzähler oder indirekt etwas, kaum etwas über ihre Beweggründe und über das, was in ihrer Seele vorgeht, mit einzelnen Ausnahmen. Die Personen tragen ihre Seele, ihr Herz auf der Zunge. Andererseits wird explizit gesagt, dass diese Menschen schon eine Seele haben und das, was uns da Heliodor sagt, erinnert sehr an neuplatonische Vorstellungen von der Weltseele, die im 3. Jahrhundert ja dann auch aufgekommen sind. Und das geschieht vor allem und an einer einzigen Stelle eigentlich, aber da ausführlich, bei der ersten Begegnung zwischen Chariklia und Theagenes in Delphi. Da sagt Heliodor, als die beiden sich sahen, wurde klar, Zitat, dass die Seele etwas Göttliches und von Uranfang Verwandtes ist. Denn in dem Augenblick, in dem die beiden jungen Menschen sich ansahen, liebten sie einander, als ob die Seele beider bei der ersten Begegnung die verwandte Seele erkannt hätte und auf das zustürzte, was ihr von Rechts wegen gehörte. Das sind wohl schon neuplatonische Vorstellungen von einer transzendent metaphysisch vorzustellenden Weltseele. Aber sonst wird, wie gesagt, kaum etwas über diese Seele und ihr Innenleben berichtet. Und das ist wenige Jahrzehnte früher als das, was uns dann bei Augustin in seinen Bekenntnissen gegenübertritt. In seinen Bekenntnissen schildert Augustin ganz ausführlich, was seine Seele bewegt, welche Gewissenskämpfe er mit sich ausmachen muss, vor allem was seine Sexualität angeht. Aber hier bei Heliodor, also 150 Jahre vor Augustin, ist das noch nicht zu bemerken. Die Menschen in diesem Roman glauben an die Götter. Das zeigt sich darin, dass sie pflichtgemäß die Riten vollziehen, dass sie opfern, Kühe opfern, sie vollziehen die Trankopfer, sie beteuern immer wieder ihr Gottvertrauen und glauben daran, dass die Götter ihnen gnädig sein werden. Sie rufen das Schicksal an und manchmal beklagen sie sich auch über ihr Schicksal, wenn es allzu wüst mit ihnen umgeht. Aber das ist eigentlich alles. Es gibt in dem ganzen Roman kein einziges Gebet an einen Gott. Die Artemis-Priesterin Chariklia betet nicht ein einziges Mal zu dieser ihrer Göttin, Theagenes, nicht zu Apoll, Kalasiris, nicht zu Isis. Kein einziges Mal haben wir so ein Gebet an einen persönlichen Gott. Kein einziges Mal finden wir das. Und wenn die Chariklia vom Feuertod gerettet wird, dann nicht, weil sie die Götter anruft oder weil sie an einen Gott glaubt, wie das dann die christlichen Märtyrerinnen tun werden, sondern weil Magie im Spiel ist. Chariklia trägt den Pantarbe, Steinring, den ihr ihre Mutter mitgegeben hat. Und er hilft ihr dabei, dass sie von den Flammen verschont wird. Zitat:
In seiner Mitte stehend blieb sie eine Zeit lang unversehrt, da die Flammen sie mehr umzüngelten als berührten und ihr ein Leid taten und immer da, wohin sie sich wandte, zurückwichen. Sie verbreiteten nur einen Glanz um Chariklia, der ihre Schönheit noch heller erstrahlen und wie eine Braut in einem Flammenmeer erscheinen ließ. Voll Staunen über das, was ihr widerfuhr, bewegte sie sich von einer Seite des Scheiterhaufens auf die andere, um sich dem Tod in die Arme zu werfen. Umsonst. Das Feuer wich immer wieder zurück, als flüchte es vor ihrer Nähe. Ja, das macht Magie, der Pantarbestein. Er bewahrt sie vor dem Tod, während die christlichen Märtyrerinnen den Feuertod erleiden müssen für ihren Gott. Paulus, der Apostel Paulus, empfiehlt ja auch eine Jungfräulichkeit, die diese Märtyrerinnen in der Regel dann auch besitzen, nämlich eine Jungfräulichkeit um des Himmelsreiches willen. Also man opfert sein Leben, um diesen Gott für diesen Gott Zeugnis abzulegen. Das tut Chariclia nie. Chariclia ist eine gebildete, griechisch erzogene Frau. Sie ist sehr charmvoll, sie scheut die Öffentlichkeit. Sie will eigentlich eher immer zurückgezogen leben. Was sie mit den Märtyrern verbindet, ist diese extreme Jungfräulichkeit, die sie sich bewahren will für Theagenes. Ich erinnere mich daran immer amüsiert in diesem Zusammenhang immer an die Kirche Santa Apollinare Nuovo in Ravenna. Diese Kirche hat der Ostgote Theoderich der Große erbauen lassen. Und in diese Kirche hat er Mosaike einfügen lassen. Und auf der nördlichen Wand, Seitenwand, waren ursprünglich wohl die Frauen des ostgotischen Königshofes abgebildet, mit der Königin Audefleda, die sie anführte. Und als dann die katholischen Christen die Kirche übernahmen, haben sie diese Mosaike ganz schnell mit 22 christlichen Jungfrauen, Märtyrerinnen, überarbeiten lassen, weil das eben ganz ihrem Christentum entsprach und das heidnische Hofgesinde ganz schnell weg musste. Also in diesem Keuschheitsideal werden die christliche Tugenden vorweggenommen. Und auch in dem Synkretismus, der uns in diesem Roman vorgeführt wird. Wir haben schon gesagt, die vielen Götter sind geschrumpft und zu wenigen geworden. Und die Götter aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen verschmelzen ineinander. Die griechischen Götter verschmelzen mit den ägyptischen und dann auch mit den äthiopischen Göttern. Und die Götter werden reduziert eigentlich auf ganz wenige Lichtgottheiten. Und mit dieser Fokussierung auf das Licht werden sie dann einen Kult vorwegnehmen, der wiederum das Christentum vorweggenommen hat, den Kult um den Sol Invictus. Aber hier haben wir es noch mit einer sozusagen heidnischen Spielart zu tun, in der auch der Lichtgott nicht auf einen männlichen Gott reduziert ist, sondern in Mann und Frau zusammenfinden. Also zunächst verschmelzen Apoll und Helios. Das sind ursprünglich zwei unterschiedliche Götter gewesen. Apoll, der von Zeus und Leto abstammt, ein Licht,
ein Gott war, ein Gott der Heilung und ein Frühlingsgott, und der in diesem Roman explizit verschmilzt mit Helios, dem Sonnengott, der gezeugt wurde von Hyperion und Thaia, Titanen. Und diese beiden männlichen Götter verschmelzen in einen. Und wie gesagt, das wird später mal die Möglichkeit zu einem Sol Invictus ermöglichen, hervorbringen, auf den dann wieder ein Christus als das Licht der Welt antworten kann. Aber nach wie vor ein heidnisches Umfeld. Wir haben Memphis als Zentrum eines ausgewiesenen Mysterienkultes, des Isis-Kultes. Wir haben nach wie vor Prophezeiungen, Orakelsprüche, Opfergaben. Wir haben Trankspenden, wir haben Totenbeschwörungen. Wir haben nur seltsamerweise keine Astrologie, keine Astrologen, die in diesem Roman auftauchen würden. Und dafür gibt es, denke ich, eine Erklärung, auf die ich später zu sprechen komme. Was wir haben, sind auch Träume, in denen Götter erscheinen. Vor allem dem Kalasiris erscheinen Götter und Heron im Traum und prophezeien ihm die Zukunft. Odysseus erscheint ihm im Traum. Apoll und Artemis erscheinen ihm im Traum. Er sagt, wenn es mir nur so schien und ich sie nicht wirklich sah, doch als diese Götter dann im Traum gehen, da zeigte sich, dass es kein Traum, sondern Wirklichkeit war. Es war nicht mal eine Traumerscheinung, sondern eine wirkliche Erscheinung der beiden Götter. Das erzählt er dem Knemon. Und nun folgt eine interessante Unterhaltung zwischen Kalasiris und Knemon darüber, woran man erkenne, dass es die Götter waren, die dem Kalasiris erschienen sind und nicht irgendein Fantasiegebilde. Kalasiris klärt den Knemon auf, und zwar verweist er auf Homer und zitiert Homer und sagt, denn von hinten erkannt ich die Füße und Waden des Gottes, als er hinweg sich wandte, denn leicht zu erkennen sind Götter. Knemon sagt daraufhin, diesen Spruch von Homer würde er nicht verstehen. Er verstehe zwar den Wortlaut, den allgemeinen Sinn der Stelle, aber nicht die tiefere religiöse Bedeutung dieses Textes. Daraufhin versenkt sich Kalasiris ein wenig in eine mystische Meditation, wie Heliodor schreibt, und erläutert dann die Stelle dem Griechen. Und zwar sagt er, dass Wissende, so wie er einer sei, die Götter an untrüglichen Merkmalen erkennen könnten. Und er verstehe sehr wohl die Symbolik des homerischen Textes, zitiert wieder, denn von hinten erkannte ich die Füße und Waden des Gottes, der so leicht von uns ging. Und dann sagt er, leicht ging er von uns. Und interpretiert nun, der Gott glitt leicht im Gehen dahin. Das sei eine durch die Luft schwebende, ungehemmte Bewegung, die eben die Götter auszeichnen würde. Götter kennen eben keine Schwerkraft und deswegen können sie so leicht durch die Luft schweben und daran erkenne man sie. Er sagt, das ermöglicht mir die symbolische Auslegung des Textes. Und damit spricht er etwas an, was für diese Zeit sehr modern war. Kalasiris unterscheidet ganz genau zwischen dem Wortlaut des Textes und seinem verborgenen Sinn, der den Wissenden vorbehalten sei. Aber diese Art, Texte auszulegen, die ist relativ neu. Die allegorische Auslegung von Texten kam gerade im späten ersten nachchristlichen Jahrhundert auf und mit ihrem Schwerpunkt in Ägypten, in Alexandria. Und die christliche Hermeneutik im Mittelalter, die Scholastiker, übernahmen diese Unterscheidung zwischen dem Wortlaut und dem übertragenen
Wortsinn, dem verborgenen Sinn eines Textes. Und diese Hermeneutik war dann entscheidend für die Theologen des gesamten Mittelalters. Und es geht ja bis in unsere Zeit, dass wir diese Unterscheidung kennen. Ursprünglich das Wort Symbolon bezeichnet ein Erkennungsmerkmal, das ausgegeben wird, wenn zwei Personen sicherstellen wollen, dass sie es sind, die sich da eine Botschaft austauschen. Dann machen sie das folgendermaßen: In der Regel brechen sie einen Gegenstand in zwei Teile, beide bekommen einen Teil, und wenn dann eine Botschaft übermittelt wird, dann müssen die beiden Teile ineinander passen, und dann weiß man wirklich, das ist der gewesen, mit dem ich dieses Symbol geteilt habe. Jetzt in der Spätantike hat der Begriff Symbol eine vollkommen andere Färbung angenommen. Symbol meint nun ein Sinnbild, etwas sinnlich Gegebenes, das stellvertretend für etwas nicht sinnlich Gegebenes stehen kann. Und dieses nicht sinnlich Gegebene, diese symbolische Bedeutung, gerade auch von Texten, von heiligen Texten, wie es dann eben auch der homerische Text gewesen ist, diese Hermeneutik, die beherrscht Calasiris hervorragend. Und da sind die christlichen Theologen, wie gesagt, gar nicht mehr so weit weg, so weit entfernt. Und das zeigt uns einen Weg auf, den Text von Heliodor auch noch auf eine neue Art und Weise zu interpretieren, auf eine sehr viel spirituellere Weise, als wir es bisher getan haben. Heliodors Text ist nämlich nicht nur eine einfache Liebesgeschichte, sondern es ist die Geschichte einer Aufklärung, die Geschichte einer Humanisierung, die Geschichte von Menschen, die vom Menschenopfer ablassen und eine humanere Einstellung gewinnen. Die Geschichte, in der das Licht in das Dunkle gebracht wird, in das Licht zu den schwarzen, dunklen Menschen. Und so ist diese Geschichte durchzogen von einer Lichtmetaphorik, die weit über das dritte Jahrhundert hinaus in die christliche Zeit weist. Dazu schauen wir uns nochmal die einzelnen Personen an. Als erstes die Chariclia. Chariclia ist eine Artemis-Priesterin, das erfahren wir ja gleich in der Eingangsszene, wie sie mit Köcher und Pfeilen dasitzt und ihren Theagenes beklagt, der da fast tot vor ihr liegt. Da wird gesagt, sie sei wie ein lebendes Kultbild gewesen. Und kurze Zeit später erinnert sie an eine Göttin. Chariclia ist die Tochter von Persinna und Hydaspes. Und deren Ahnen wiederum sind die Götter Helios und Selene und Dionysos. Ihre Eltern sind Priester und Priesterin des Sonnengottes und der Mondgöttin, des Helios und der Selene. Und nun verschwimmt ja Helios mit Apoll und dem zu einem Sonnengott. Selene wiederum verschmilzt in diesem Roman mit Artemis, mit Persephone und wird zu der Mondgöttin. Sie verschmilzt auch mit der schönen Helena, und Selene und die schöne Helena und ihre Schwester, die Morgenröte Eos, sind Geschwister aus dem Göttergeschlecht der Titanen. Diese weiblichen Götter verschmelzen alle in eine einzige Figur: Chariclia, Artemis, Selene, die schöne Helena, Persephone. Und das wird die Figur der Mondgöttin, die nun den Sonnengott finden wird in Theagenes und eine heilige Hochzeit am Ende des Romans feiern wird. In dieser Zeit wird Selene
die Mondgöttin abgebildet mit einer Mondsichel auf dem Kopf und einer Fackel in der Hand. Auf Kühen reitend oder in einem Wagen sitzen, der von Kühen oder Pferden gezogen wird. In dem Roman wird gesagt, dass Chariclia wie Mondlicht glänze. Und als sie und Diogenes sich trennen sollen, sagt sie, ihr Erkennungsmerkmal soll die Fackel sein. Wenn sie sich wiederfinden, dann sollen sie an eine Fackel denken. Und als sie sich dann tatsächlich wiederfinden, erinnert sie ihn an die Fackel. Und so wird sie auch die Mondgöttin auf einer Büste, auf einem Sarkophag des dritten nachchristlichen Jahrhunderts abgebildet. Persephone ist nun eine glatte Inversion der Chariclia. Persephone ist die Tochter von Demeter, die Mutter, die ihre Tochter sucht, die bei Hades wohnt. Demeter sucht Persephone, die die Gattin des Hades geworden ist und in ewiger Nacht leben muss, bis sie dann ihre Mutter für ein halbes Jahr immer wieder auf die Erde zurückholt. Hier in dem Roman ist es genau umgekehrt. Die Tochter sucht die Mutter. Chariclia sucht Persinna. Und sie verliert auch ihre Jungfräulichkeit nicht. Sie heiratet noch nicht in dem Roman. Sondern sie wird sich am Schluss in diesem Roman nicht mit dem Gott der Finsternis verbinden, sondern mit dem Sonnengott in Gestalt des Diogenes. Und ich komme gleich auf Diogenes zu sprechen. Allein diese Verschmelzung so vieler Lichtgöttinnen in dieser Figur Chariclia zeigt schon, dass der Roman eigentlich ein Roman ist, in dem es auch um astrale Gottheiten geht. Und wenn die Astrologie als eine Wahrsagekunst fehlt in dem Roman, dann weil die astralen Gottheiten in diesem Roman eine so große Rolle spielen. Theagenes ist nun die Verkörperung von Apoll, der mit Helios verschmolzen ist und gleichgesetzt wird. Beide fahren auf den Abbildungen der Zeit in einem Wagen über den Himmel, der von Pferden gezogen wird. Und schon in dieser Zeit, im dritten Jahrhundert, gibt es ein Mosaik, das den Sol Invictus auf einem Wagen sieht, der gezogen wird von Pferden. Und dieser Sol Invictus ist niemand anderes als Jesus Christus höchstpersönlich, abgebildet mit einer siebenstrahligen Sonnenkrone, und das Ganze findet man als Mosaik im Mausoleum des Papstes Julius I. in St. Peter. So verläuft der Synkretismus im dritten nachchristlichen Jahrhundert. Apolls Grab liegt in Delphi, und der Roman schildert ja ausführlich die Feste in Delphi, die Festivitäten, bei denen sich Chariclia und Diogenes kennenlernen. Und nun wissen wir, dass Heliodor von Heliodor selbst, dass er aus Emesa stammt. Und genau in dieser Zeit, als er schreibt, war der Kult des Sonnengottes Apoll der wichtigste Gott, der in diesem Ort Emesa gefeiert wurde. Er wurde ausführlich in Festen gefeiert, in 6 bis 8 Tagen mit Festopfern, gelagen, mit Spielen, mit Wettkämpfen. Und es wird explizit gesagt, das Vorbild für diese Feste in Emesa, die pythischen Spiele in Delphi gewesen sein, mit ihrem Pracht, mit ihrer Pracht und ihrem Glanz. Und so können wir eigentlich mal vermuten oder mal, ja, wir können davon ausgehen, dass die Schilderung der Festivitäten in Delphi ein wenig die Festivitäten in Emesa widerspiegeln, die zu Ehren des Sonnengottes Apoll gefeiert wurden.
Der ganze Roman hat kosmische Bezüge. Es geht um die Hochzeit von Sonne und Mond. Auf dem heiligen Feld von Meroe feiern Chariklia und Theagenes eine heilige Hochzeit. Chariklia ist von ihren Eltern erkannt worden. Sie ist zwar hellhäutig und stammt von dunkelhäutigen Eltern ab, aber sie ist als ihre Tochter erkannt worden. Nur Theagenes muss noch zwei Proben bestehen. Und zwar muss er einmal über einen wild gewordenen Stier siegen. Und zwar war die Situation folgende, wenn Sie sich daran erinnern: Vor dem Altar der Selene standen zwei Stiere und vor dem des Helios vier Schimmel. Und nun taucht dieser seltsame Kamelpanther auf und daraufhin geht der Stier durch und zwei Pferde. Theagenes bemerkt die Unruhe, schnappt sich eins der Pferde, das nicht durchgegangen ist, und jagt hinter dem flüchtigen Stier her. Und das Ganze findet nun in einem Ring statt, den die Soldaten mit ihren Schilden bilden. Und Theagenes treibt in diesem Ring den Stier vor sich her. Er reitet Seite an Seite mit ihm. Und bis sich das Tier, der wilde Stier, an ihn gewöhnt hat und sich der Schweiß und der Atem der Tiere mischen, so schreibt Heliodor. Die Köpfe der beiden Tiere scheinen für die Zuschauer zusammenzuwachsen. Schließlich schwingt sich Theagenes auf den Stier und zwingt ihn zu Boden nach einem längeren Ritt. Der Stier bricht in die Knie, überschlägt sich, bleibt auf dem Rücken liegen und seine Hörner bohren sich in die Erde. Das ist der Sieg des Sonnengottes über die Mondgöttin, der Sonne über den Mond. Die heilige Hochzeit von Chariklia und Theagenes vorweggenommen. Und ganz zum Schluss wird man die beiden dann auch auf ihren Wegen sehen. Theagenes Wagen, der Priester des Helios geworden ist, wird gezogen von Pferden. Und der Wagen der Chariklia, die dort gemeinsam mit ihrer Mutter Persinna steht, beides sind Priesterinnen der Selene geworden, wird gezogen von weißen Rindern. In diesem Sieg des Theagenes über den Stier siegt der Sonnengott über die Mondgöttin. Und schon eine Anspielung auf eine erotische Szene. Die zweite Mutprobe, die Theagenes über sich ergehen lassen muss, er muss den schwarzen Riesen besiegen, den Besitzer des großen afrikanischen Elefanten. Und auch hier siegt wieder der helle Lichtgott über den schwarzen Riesen, über den schwarzen Riesen Äthiopien, und er bringt das Licht der Aufklärung hinein. Die Menschenopfer werden aufgegeben für alle Zeiten. Die Menschlichkeit siegt. Chariklia hat nur einen, und übrigens Theagenes auch, beide haben nur von ihrem von ihrer dunklen Seite ein Mal jeweils zurückbehalten. Chariklias weiße Hautfarbe wird durch ein schwarzes Muttermal über dem Ellenbogen verziert, das wie Ebenholz auf Elfenbein erscheinen würde, so schreibt Heliodor. Und in diesem Muttermal verbindet sie sich mit Homer, mit Pythagoras, mit Theagenes, mit Odysseus. Alle diese Gestalten haben auch Narben und Muttermale am Oberschenkel. Und auch hier verschmelzen diese vier, Homer wird ja als Ägypter in dem Roman ausgegeben, gehen ineinander über, verschmelzen ineinander. Der weise Dichter, Pythagoras, der weise Asket, Theagenes und der auf einer langen Irrfahrt befindliche Odysseus, der nach 10 Jahren dann erst zu Hause ankommen wird, wie
Diogenes und Chariclia eben nach langer Irrfahrt zu Hause in Äthiopien, in ihrer Heimat, ankommen werden. Die Götter verschmelzen ineinander, die Heroen verschmelzen mit den Göttern, alles wird eins. Aber noch ist es eine Mondgöttin und ein Sonnengott, die übrig bleiben. Das männliche und das weibliche Prinzip bleibt erhalten und wird nicht aufgegeben zugunsten eines männlichen Sol Invictus, der dann ein heidnischer Vorläufer des christlichen Gottes werden wird. Aber vieles in diesem Roman weist schon auf die christliche Welt voraus, und das macht diesen Roman auch so spannend. Er ist eben ein Roman, der in einer Zeit geschrieben ist, in der die antike Welt in die Krise geraten ist und sich eine neue christliche Welt am Horizont abzeichnet.